Zurück nach Heilbronn und zum Trappenseeschlösschen, das hier vor knapp 500 Jahren in den Künstlichen See gebaut wurde und wo Anton Knittel in Zukunft schöner lesen und lesen lassen will. Herr Knittel, als Direktor des neuen Literaturhauses, ist das jetzt Ihr Reich? Das ist wirklich ein Traum hier. Ja. Es ist ein großes Geschenk an die Stadt Heilbronn, für die Heilbronner, auch für das Lesen und für die Literatur und natürlich auch für den Diskurs und für das Leben insgesamt. Literatur ist ein Lebensmittel. Sie wollen hier Lesungen veranstalten, auch Workshops und große Gegenwartsautoren in die Stadt holen. Jetzt ist der Literaturmarkt ziemlich umkämpft. Mit was wollen Sie die locken? Natürlich mit dem Ort zum einen und natürlich zum anderen auch einfach mit einem begeisterungsfähigen Publikum. Ich merke jetzt schon, wenn ich durch die Stadt gehe, jeder sagt, ich komme sofort, sobald es hier auf ist und wir kommen. Und es ist ein großer Freundeskreis, der sich gegründet hat. Es ist eine wahnsinnige Euphorie. Aber ich bin neugierig. Schauen wir mal rein? Ja, gerne. Der Zuschauer und Zuhörer kann dann hier nicht nur große Gegenwartsautoren entdecken, auch große Klassiker wie Kleist zum Beispiel. Was verbindet den denn mit Heilbronn? Ja, natürlich sein Käthchen von Heilbronn, 1807, 1808 entstanden, 1810 uraufgeführt, war einfach ein tolles Stück für Heilbronn. Heilbronn ist dadurch in die Weltliteratur gewandert, vom Namen her. Und Kleist selber war vermutlich nie in Heilbronn. Das Käthchen ist auch eine reine Fiktion und von daher ist einfach das, Kleist und Heilbronn gehören zusammen. Heilbronn ist natürlich vom Namen her schon ein literarischer Name. Heilbronn, der heilige Brunnen oder der heilende Brunnen. Ja, wir haben außer Kleist natürlich noch andere Autoren. Eine ganz spannende Autorin ist Victoria Woolf, die ab den Mitte der 40er Jahren in Amerika erfolgreich war und jetzt vor einigen Jahren wiederentdeckt worden ist mit ihren Romanen. Ist ja interessant, Sie haben überall dann Texte von den Autoren. Jetzt ist bei Victoria Woolf hängt hier der Einstein. Was hat das? Ja, da gibt es die Anekdote, dass Einstein ihr versucht hat, relativ wenig erfolgreich, sagt sie selber, Mathematik-Nachhilfe zu geben. Einstein war und Victoria Woolf waren über die mütterliche Linie verwandt. Die Großmutter von Victoria Woolf war die Cousine von Albert Einsteins Mutter. Aber vielleicht hat er ihren genialen Schub für die Karriere in Amerika als Drehbuchautorin dann noch mitgegeben, wer weiß. Wer weiß, ja, das liegt natürlich nahe, dass einfach ein Stück Genialität bei ihr in der Familie war. Sie ist einfach eine begnadete Schreiberin, hat viele Frauenthemen einfach aufgenommen, auch schon zu der Zeit damals. Jetzt haben Sie es 7 Jahre so fein konzipiert und jetzt kam Corona dazwischen. Hat ja auch schon fast was Tragisch-Fiktionales. Wir sind wie viele Kulturschaffende und die gesamte Gesellschaft ausgebremst worden, unsanft ausgebremst worden. Aber wir haben trotzdem es hingekriegt, dass wir Ende Juli eröffnen konnten. Wir hatten hier Führungen, über 20 Führungen mit über 200 Leuten insgesamt, die sich das Haus, die Ausstellung angeguckt haben, begeistert waren. Wir hatten eine 3-tägige Eröffnungsfeier im Deutschhof in der Innenstadt mit 9 Lesungen an 3 Tagen. Auch das war einfach toll und man zeigt einfach, wie hungrig die Leute auch sind auf solche Ausstellungen und da kann wirklich jeder auch was mitnehmen. Ja, und ich nehme mir auch was mit. Ich habe gehört, das darf ich. Und auf zwar jeden die Texte Fall. Und Infos zu Ihren Heilbronner Autoren. Ja, da kann sich jeder sein eigenes Ausstellungsbuch zusammenstellen. Er kann nachlesen, er kann sich inspirieren lassen. Wir haben auch Texte im Haus noch von den Autoren, über die Autoren liegen. Und von daher ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Mein Kapitel 1, Victoria Woolf. Vielen Dank. Gerne.